Markiere dein vorübergehendes Pferd. Moment, Pflanze? Ich kann Pflanzen einsammeln. Ich habe eine wilde Möhre bekommen. Cool. Gibt es hier noch mehr von dem Zeug? Oder sind das nur die weißen? Anscheinend ja. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir mal wieder zurück. Tut mir leid, mein Süßer. Alles gut. Nee, untersuchen wollte ich dich nicht. Ich wollte aufsteigen. Worauf drücke ich, Idiotin? Kann ich denn, wenn ich auf dem Rücken des Pferdes bin, auch irgendwas nehmen? Vermutlich eher nicht, ne? Ich weiß nicht, ob diese Pflanzen... Ich schau mal eben nach. Nicht, dass wir die jetzt hier... Achso, sollte ich auch eh drücken und nicht Q. Nicht, dass wir die jetzt hier stehen lassen. Und dass jetzt irgendwelche... Ah, wichtigen Pflanzen sind. Indianertabak. Oh. Ja, das gefällt dir, ne? Leckeren Tabak. Ich weiß, man sollte nie hinter einem Pferd stehen. Schafgarbe. Ah. Okay. Da hinten sind welche mit Pferden. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier wieder? Kann man nicht irgendwie auf der Karte was markieren oder so? Ich muss da oben hin. Ah, ich glaube, ich habe was markiert. Ah, sehr gut. Achso, das war direkt hier vorne. Okay. Dann habe ich zumindest keinen weiten Ritt. Sah jetzt irgendwie auf der Karte viel weiter aus. Ah! Deines ist es. Entschuldigung. Ich habe das nur mal eben ausgeborgt. Ja. Ich wollte es wirklich nur mal eben ausleihen. Arschloch! Was ist das denn für ein Dreckskerl? Geht es noch? So, Leute. Wir sind hier in der Stadt. Wir wollen auch was Geld ausgeben, ne? Nein. Hau ab. Barbers. Barbers. Das hört sich so danach an, als ob ich mir hier die Haare schneiden könnte, wollte ich gerade sagen. Als ob ich hier eventuell vielleicht meinen Bart endlich mal wegkriegen könnte. Barber. Das sieht gut aus. Guten Tag. Kann ich das hier irgendwie benutzen oder so? Hallo? Kann ich das kaufen vorne? Vielleicht? Hallo? Ich möchte dieses Gestrüpp aus meinem Gesicht entfernen. Arthur, komm her. Komm her. Komm over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey,
Hey, there he is. Watch where you're going. Take it easy. Are you about to kiss that guy or punch him? Nein, keine Schlägerei. Ich wollte das Gestrüpp loswerden. Ach, ich drück die ganze Zeit. Oh. Ich drück die ganze Zeit F statt R, okay. Bist du denn für ein Idiot? Let's do this. From that, we can deal with these fellas. Go get Javier. Hey, tough guy. Aua. You want some too, huh? Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? I'll crack your damn skull open. Ja, komm schon. I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. Sir? Sir, you all right? Jetzt sind meine schönen Klamotten dreckig. New friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be? Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on.
Meine schönen neuen Sachen. Im Lager sind mehrere Missionen verfügbar. Okay. Großes Fragezeichen. Ich denke mal, da soll ich mich wohl fertig machen. Also vielleicht nochmal waschen oder die Sachen waschen lassen oder so. Laufe ich denn jetzt in die richtige Richtung? Nee, meine ich doch. Es ist ja alles wie ausgestorben. Ich wollte doch zu den leichten Mädchen. Und ich wollte mir hier meine... What the? Mein Hut. Kann ich die irgendwie ausrauben oder so? Nicht? Schade. Hallo? Ich wollte mir nur meinen Bart entfernen lassen. Ist da jemand? Es kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Oh, hier komme ich wieder raus. Ich will aber gar nicht raus. Hallo? Ist da jemand? Ach, da oben stand einer. Gut, dass ich den nicht ausgeraubt habe, da unten. Guten Tag. You hear about that ruckus over at the hotel? Someone brought some new girls into town. Caused quite a stir. Careful now. Okay. Also ich schätze, das wird dann wohl nichts mit Bart machen oder so. Das ist ein schönes Bild von einem Pferd. Also ich denke mal, dass hier oben wohl alle Türen abgeschlossen sein werden, aber ich probiere es trotzdem noch mal kurz. Oh. Guten Tag. Aber hier kann man nichts öffnen oder untersuchen oder so. Wo sind die ganzen leichten Mädchen? Bist du ein leichtes Mädchen? Hey, move it. Da ist der Sheriff. Reparaturen. Das sieht mir aus wie eine Kirche oder sowas. Saloon. Saloon ist eigentlich immer gut. Bier, Tabakko, Whisky, Zigaretten. Du hast eine fremde Person getroffen. Fremde Personen sind auf deiner Karte mit Fragezeichen markiert. Können dir verschiedene Aufgaben geben, okay. Guten Tag. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same as always. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about the Newton twins. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really.
I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flophouse. Okay. Ich wollte mir zwar nur meine Haare oder mein Bart oder irgendwas machen lassen, aber naja, irgendwie funktioniert das anscheinend in dieser Stadt nicht. Aber wir haben dafür eine neue Aufgabe gefunden. Das ist doch ziemlich weit weg von uns. Wir haben Postkutsche. Das scheint aber noch nicht machbar zu sein oder so. Da gibt es eine Aufführung, einen Schlachter, ein Hotel, Gemischtwarenladen. Das war der Saloon. Tja. Büchsenmacher, Zeitungsverkäufer, Arzt. Saloon, der ist jetzt irgendwie auch geschlossen. Kann ich denn hier jetzt noch mal reingehen und irgendwie was bestellen oder so vielleicht? Ich meine, man weiß ja nie. That man might be the answer to our problems. Well, my problems. Your problems? See if a good sleep can fix them. Jetzt kann ich was bestellen, mal schauen. Hello. Have you come back for another look at the great man? Something like that. Haferflocken bestellen. Naja, gut. Wir essen mal Haferflocken. Wenn es nichts anderes gibt, muss ein Mann auch mal Haferflocken essen. Das ging jetzt aber ziemlich schnell. Dafür ist es draußen jetzt schon dunkel. Ich bin nicht dein Freund, Junge. So, mal schauen, was haben wir denn hier oben? Das ist wirklich die Kirche, okay. Schau mal einfach mal rein. Keine Ahnung, was es hier so gibt, aber... Oh. Oh, die ist abgeschlossen. Was denn? Abends arbeitet hier keiner mehr, oder was? Ich dachte, Gott ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Der Sheriff, hatte der nicht, der eine nicht gesagt, ich soll mal beim Sheriff nachhören, ob der irgendeinen Auftrag für mich hat? Hey, what do you want here? Evening, sir. That all? Okay, anscheinend doch. Hello, gentlemen. Evening, son. You must need eyes in the back of your head. Naja, ich will die weder verärgern, noch hier eine Waffe ziehen oder so. Deswegen fragen wir da mal nicht nach, ob der irgendeinen Job für mich hat. Was haben wir denn hier? Irgendwas mit Waffen steht da dran. Guten Tag. Ich wollte nur mal auf mich aufmerksam machen. Ja, das ist gut. Katalog ist immer gut. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield? Nein, ich hab mich mit niemandem geprügelt. People are still talking about that fight. I ain't. Yeah, fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? Revolver, Accessoires, Flinten, Gewehre.
Ja, aber sonst geht es euch gut, ne? Moment, was ist hiermit für 0 Euro? 0 Euro hört sich gut an. Die ist kostenlos. Dann kaufen wir die doch mal. Jetzt habe ich ein Gewehr gekauft. Wie Dekorationen, Komponenten. Das ist für die Reichweite, okay. Aber 20, dann sind wir nachher total pleite. Das ist jetzt nur die Optik oder was? Ich dachte, damit verbessert man auch was. Ja, lassen wir das mal. Wir nehmen erstmal nur die Waffe. Die haben wir jetzt, okay. Sind die teuer? Oh, was ist denn mit der hier? Die kann man sich auch angucken lassen. Die kann man sich nicht angucken lassen, die kann man sich anschauen, meinte ich eigentlich. Und die können wir auch kostenlos kaufen. Ja, dann nehmen wir die doch mit. Okay. Die haben wir jetzt auch. Alles, was kostenlos ist, nehmen wir natürlich mit. So, Revolvermunition. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche wir jetzt brauchen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Ich denke mal, dass wenn, würden wir die auch unterwegs finden. Das wenn, würden wir die auch unterwegs finden. Das war ein tolles Deutsch. Okay. Ja. Oder kriegen wir noch kostenlose... Moment. Ja, das ist alles schön und gut. Aber ich gucke noch mal eben von vorne durch. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo was Kostenloses übersehe. Ah, wie die hier zum Beispiel. Ja, die nehmen wir doch. Ja, gerne. Die haben wir alle. Jetzt kommen die Gewehre, okay. Schauen wir nochmal durch. Das war jetzt der Rest hier vom Katalog, ja? Okay. Accessoires, okay, super. Ja, dann hätten wir nämlich sonst fast noch eine Pistole vergessen. Aber die haben wir jetzt auch. Wunderbar. Ja, danke, danke. Doktor. Doktor ist eigentlich auch immer gut. Was ist denn hier vorne? Ah, nee, das war der Sheriff. Aber da können wir mal... Hallo. Das Geschäft hat geschlossen, nur weil wir nachts haben oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Und der Saloon? Guten Tag. Ich bin wieder da. Wenn Sie mir jetzt nicht sofort meinen Bart stutzen, dann gibt es hier Leichen überall. Ich will mit dir reden. Hallo. Careful, big man. Mind yourself. Wollte zielen, aber selbst zielen macht er nicht. Ich will mein Bart abhaben. Ich setz mich jetzt da drauf oder machst du mir meinen Bart weg? Blödmann. Mann, wieso funktioniert das nicht? Kann doch nicht sein, nur weil wir jetzt hier Nacht haben. Können doch nicht einfach alle schlafen hier. Wie soll ich jetzt überhaupt zurückkommen? Ich habe ja gar kein Pferd mehr. Horst, irgendwas? Irgendwas mit Pferden. Da arbeitet jetzt natürlich auch wieder keiner, ne? Das war ja klar. Leute, ihr lasst mich hier in der Wildnis zurück, wo es dunkel ist.
Wessen Pferd kann ich mir denn mal ausleihen? Kann ich dein Pferd mal eben ausleihen hier? Hello. Hi. Hey now, stop that. Oh. Nein. Ups. Ich dachte, ich darf das. Der Sheriff ist ja auch noch da. Du hast einen angebrochenen Gegenstand genommen, der nicht für mich war. Oh, gesucht. Mist, kann ich mich hier irgendwie verstecken? Oh oh. Ich glaube, ich gehe dann doch mal lieber zu Fuß. Ja. Ich wusste nicht, dass man auch Kopfgeld bekommen kann. Machen wir mal hier eine Markierung hin. Nee, hallo, ich wollte hier eine Markierung hinsetzen. Da, wo ich gedrückt habe. Die will ich nicht. Wieso macht der mal da oben eine Markierung hin? Ah, jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde sagen, dass wir dann mal zu Fuß gehen. Wir können natürlich auch jetzt irgendwo... jetzt wird es wieder heller, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Moment. Das geht jetzt da oben runter. Heißt das, wenn die mich nicht finden, habe ich kein Kopfgeld, oder was? Ich bleib mal hier stehen. Ich probiere das mal aus. Das wäre natürlich cool. Ich wusste ja jetzt nicht, dass ich damit irgendwas stehle. Also ich kann zumindest nicht sehen, dass jetzt irgendwie Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist oder so. Wenn ich jetzt hier beim Sheriff vorbeilaufe. Geh mal einfach hier rum. Oh, hier ist ein Friedhof. Okay. Oh, jetzt komme ich wieder zum Sheriff. Oh oh. Ich war's nicht. Geh mal zu Fuß nach Hause. Ja, ich würde sagen, ich lasse das zwar jetzt mal mitlaufen, aber je nachdem, was hier noch passiert oder nicht passiert, kann ich mir eins deiner Pferde vielleicht... nee, ich glaube, dann wird der nachher noch sauer. Action Yard. Dass ich jetzt hier gleich überfahren werde. Guten Tag, können Sie mich vielleicht in die entgegengesetzte Richtung mitnehmen? Arschloch. Hätte sie wenigstens mal antworten können. So, ja, da das Ganze wohl doch ein bisschen länger dauert, würde ich sagen, dass ich das Ganze hier ein bisschen abkürze und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalten werde, wenn ich am Lager angekommen bin. Bis gleich!